So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Ich habe einen Code bekommen vom Oliver. Vom O7 Oliver. Wenn ihr den nicht kennt, dann lernt ihn kennen. Das ist ein Amazon Prime Gaming Code für Pokémon Go. Den möchte ich jetzt eigentlich mal hier eingeben. Ich habe ihn kopiert. Ich pack den mal hier. Wo ist denn das? Ach scheiße, das ist ja ein iPhone. Da kannst du den ja gar nicht eingeben. Da musst du ja über die Reward-Seite, die ich jetzt wieder nicht kenne. Ob wir die finden? Wir schauen mal kurz. Ich nehme nämlich sonst immer über ein Android auf. Das ist ein iPhone und da habt ihr im Shop nicht diesen Promocode-Bereich. Ich suche mir erstmal eine Bank. So, nachdem ich auf der Bank war, habe ich jetzt hier einfach mal irgendwie Niantic Rewards. Da stand schon Pokémon Go dahinter eingegeben. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, oder hier unten, oder hier oben, oder sonst wo, dann komme ich hier irgendwo hin und dann kann ich eigentlich, jetzt muss ich mich aber auch noch anmelden, jetzt weiß ich, wieso die iOS-User immer so einen Hass haben, weil das immer so bescheuert ist und warum das bei Android einfach so viel besser und so viel genialer ist. Jetzt muss ich mich hier noch anmelden mit meinem Konto, muss nochmal bestätigen, dann steht hier, bist du du? Ja, ich bin ich und deswegen haue ich jetzt hier den Code rein, den ich in der Zwischenablage habe. Jetzt komme ich nur nicht klar mit einer Hand. So, da ist er. Submit. Und was macht es jetzt? Glückwunsch! Du hast ein Online-Angebot eingelöst. Klick auf OK, um zu sehen. Das müsste jetzt eine Forschung sein. Ich weiß es aber nicht genau. Das heißt, wir machen mal hier zu. Wir machen hier auch zu. Wir machen es gleich nochmal auf. Mensch, Oliver, danke für die Forschung. Oliver, ich danke dir. Und nochmal danke an Oliver natürlich an der Stelle. So, Zeit ist überbrückt. Jetzt gucken wir mal kurz hier rein. Jetzt habe ich nicht gesehen, was da stand. Und jetzt habe ich auch irgendwie nichts. Und das heißt, das war die Forschung, ja. Jetzt, pass auf. Richtig genial. Da ist es doch. Eine begrenzte Partnerforschung, Amazon Prime Gaming 1 von 2. Mach einen Schnappschuss von deinem Kumpel. Schicke 5 Geschenke an Freunde. Brüte 2 Eier aus. Einen Schnappschuss vom Kumpel machen, das können wir ja mal kurz hier machen. Wir haben nämlich gerade noch das Ignivore. Können hier mal drauf. Warten, bis es reinkriecht. Dann machen wir hier ein Bild. Dann gehen wir auf zurück. Dann müsste das eigentlich zählen. Mach einen Schnappschuss von deinem Kumpel. Das hat gepasst. Brüte 2 Eier aus. Schicke 5 Geschenke an Freunde. Ja, da ist hier ein 12-Kilometer-Ei drin. Wir haben heute noch einen langen Tag vor mir. Geschenke brauche ich auch erstmal noch 5 Stück. Ich habe nämlich jetzt keine mehr. Falls ich also 5 Geschenke habe, könnten die genau da reinpassen, dass ich 5 habe zum Verschicken. Würde also sehen, dass ich noch 2 Eier ausbrüte. Das heißt, ich nehme mal hier das. Und das, ich brüte nur 12 Kilometer Eier aus. Und dann müsste das auch fertig sein. Und dann gibt es noch die zweite Seite. Habe ich mir die Belohnungen überhaupt angeguckt. Da gibt es 3 Pokémon, denen du dann begegnest. Du kriegst 2023 Staub, 2023 EP und 20 Hyperbälle. Verborgene Edelsteine. Begrenzte Partnerforschung. Amazon Prime Gaming. Danke an Oliver für die Forschung. So, da gehen 2 12-Kilometer-Eier auf und ich habe noch 30 Sekunden, mich hier in diese Arena zu setzen. Das heißt, ich drücke die mal ganz kurz durch. Das ist ein Pampam, der hätte shiny sein können. Noch ein Pampam hinterher. 2 Pampam jetzt schnell mal hier auf die Arena. 16 Sekunden sind nämlich noch Zeit. Da kann man sich reinsetzen und wir setzen dieses Absol. Gucken mal, wer da drin ist. Das ist Ramses der Dicke. Ja, jetzt habe ich auf mich selber gedrückt. Gary Oak, Level 50. Als ich gerade hierher gelaufen bin, waren hier an der Ecke, an der Treppe, waren ein Typ und ein Weib, weil Weib ist das Gegenteil von Typ, und eine Frau und ein Hund. Willst du mir sagen, der hat sich jetzt hier reingesetzt? Gary Oak und Ramses der Dicke. Ich habe nämlich gerade noch in der Raid-Gruppe einen Raid angesetzt. Den möchte ich in 10 Minuten machen. Habe aber jetzt die Aufgabe mit den Eiern fertig. Wir werden mal ganz kurz hier die 2 Pampam bewerten. 2 Sterne, nochmal 3 Sterne hinterher. Wenn da noch ein 100er gekommen wäre, das wäre richtig brutal. Müsste jetzt eigentlich 2 von 3 Aufgaben fertig haben. Jetzt noch 5 Geschenke verschicken. Dazu stelle ich euch erstmal hin. Das war jetzt alles ein bisschen gehetzt. Hier habe ich mich jetzt nämlich niedergelassen. Ich kampiere hier. Da habe ich die Handys.
Da seid ihr, da ist das Trinkwasser, da ist der komische, das ist auch wieder einer von den Regis wahrscheinlich, so wie der aussieht. Und hinter mir ist der Fledermausturm. Euch möchte ich jetzt aber mal hier hinstellen und nicht auf meinen Schritt richten, sondern so ein Stück gen Himmel. So ungefähr. Auch wenn das gerade total komisch aussieht, weil der Fledermausturm verschickt alles. Aber ich muss noch 5 Geschenke verschicken. Und jetzt hat mein Buddy wieder 5 Geschenke gefangen. Mein Buddy hat wieder 5 Geschenke gefunden. Deswegen gebe ich jetzt mal schenkbar ein und verschicke 5 Geschenke an 5 krasse Leute. Wie zum Beispiel, wer ist noch nicht blau? Lennart, Borgi, Skyfall, Baloo. Lundinho zum Beispiel. Lundinho können wir hier Geschenk hinschicken, anpinnen, abpinnen, fertig. Wen haben wir noch? Pennerbeutel können wir Geschenk hinschicken, an, ab, fertig. Scheinux kommt unten drunter, ist auch nicht blau. Dem können wir auch ein Geschenk geben. Kriegt ihr hier die Eisenbahn, die hölzerne Bushaltestelle. Seraph und Obitushia können wir auch noch machen. Haben nämlich genau noch 2 übrig. Jetzt braucht man nicht mehr an- und abhin. Wir geben den Obi auch noch das letzte Geschenk für die Aufgabe. Wir können das eigentlich jetzt auch gleich abholen, oder? Das gefällt mir nur nicht mit der Location, dass das so schwarz ist alles hinter mir. Wir holen mal das erste Pokémon ab. Und es ist ein Pikachu. Wir werfen den Ball. Wir fangen das jetzt einfach mit dem Daumen. Das muss jetzt so gehen. Die 10 Minuten bis zum Raid kriegt man noch rum. Pikachu gefangen aus der Amazon Prime. Forschung, begrenzte, heimliche, komische Forschung. Wir bewerten es auch. Hat 3 Sterne, ist trotzdem schlecht. Wir holen mal das zweite ab. Was wird da noch drin sein? Ein Botogel. Ja gut, Botogel ist ja das Geschenk Pokémon. Gibt es ja sonst nur zu Weihnachten oder zu irgendwelche Endjahres-Events. Jetzt ist hier Botogel drin. Könnte natürlich shiny sein, wir bewerten es mal. Auch 3 Sterne, sieht auch eigentlich ganz gut aus. Trotzdem reicht mir nicht. Für mich nur 100er und ein Pelipper. Also, wie soll ich das denn jetzt fangen? Indem wir einmal den Ball sonst wo hinwerfen und darauf hoffen, dass er irgendwann trifft und drin bleibt. Und er ist sogar drin. Das war nicht mal großartig, da war keine Beere im Spiel. Das war einfach so. Trotzdem, Pelipper ist auch drin. 2 Sterne. Jetzt holen wir den Rest noch hier ab, den Staub, die Bälle, die EP und kommen auf die zweite Seite. Denn die Forschung hat ja nur 2 Seiten. Hier steht, verdiene ein Bonbon durch das Erkunden mit deinem Kumpel, besiege 3 Team Go Rocket Rüpel und den Rest kann ich leider nicht lesen. Irgendwas mit Pokémon. Ihr kriegt auf jeden Fall für alle 3 nochmal Bonbons dazu, dann unten eine Bootmaschine und ein T-Shirt vom Go-Fest diesen Jahres. Mal gucken, ob das noch geht mit der Aufgabe, dass man die dann später nochmal lesen kann. Ansonsten versuche ich dann mal einen Rocket-Rüpel in der Nähe zu finden und den fürs Video mit reinzunehmen. So, mittlerweile kann man die Aufgabe auch lesen. Hier steht einfach nur, verwende 5 Bären beim Fangen von Pokémon. Und da ich ja eh den Raid jetzt hier machen möchte, da ist noch Regieleki drin, kann ich ja mal schauen, ob ich 5 Bären bei Regieleki brauche. Der ist ja eh so zappelig. Aber das seht ihr jetzt im Fangbildschirm. So, ich habe euch jetzt mal hier an den Zaun gehangen, dass ich besser fangen kann. Ramses, letzter Angriff, Blood and Tears, wie aus dem Ei gepellt, stylisch, Onkel Busfahrer, Reisender, Matze, Gigant. Es ist auf jeden Fall kein 100er, das habe ich schon gesehen. 16.02 und 2002 sind, glaube ich, die 100er Werte. Ja, was mache ich jetzt? Nehme ich jetzt eine goldene? Wenn ich Pech habe, bleibt das dann drin, bevor ich überhaupt diese 5 Würfe habe. Oder nehme ich was anderes? Ich weiß es nicht. Wir probieren einfach mal so. Wir haben direkt daneben geschossen. Also Bälle haben wir auf jeden Fall genug. Eine Beere zählt ja schon, oder? So, auch wenn er rumzappelt wie sonst was. Ich habe den Kampf jetzt mal nicht eingeblendet, weil haben wir ja schon gesehen. Im Community Raid, in der Raid Mania, überall. Ich hoffe, das zählt auch, wenn ich jetzt wirklich einfach nur 5 Bären nehme. Nicht, dass ich damit 5 Pokémon fangen muss. Er zappelt halt wieder. Und wieder und wieder und wieder. Jetzt haben wir auch nur gut getroffen. Ramses. Mal tief durchatmen. Dann irgendwas trinken wie Badlands Chucks in einem Hieb weg. Und dann können wir jetzt mal hier richtig machen. So.
Das war immer noch falsch. Das kann doch nicht sein. Dieses dreckige, morgen ist es weg. Bei mir ist nämlich heute Montag. Am Dienstag ist Raid Boss Wechsel auf Regi Drago. Der zappelt auf jeden Fall nicht so rum. Der macht nicht so viel Spaß wie der. Gleichzeitig windet es auch extrem, keine Ahnung. Durch die hektischen Bewegungen entsteht also auch noch Wind. Das macht das Fangen noch schwieriger. So, einfach fabelhaft. Da habe ich aber Glück gehabt. Wenn ihr jetzt drin bleibt, sind dann schon die 5 Bären verwandt? Ja, vor allem verwendet worden. Zielschuss. Ich wusste gar nicht, dass das Ding Zielschuss hat. Das ist auf jeden Fall ein 96er, den wir jetzt hier mitgenommen haben. Für zwischendurch mit Zielschuss, Hyperstrahl. Zielschuss ist das Ding, was ich immer brauche gegen die Rockets, gegen alles andere. Jetzt haben wir das also fertig. Müssen 3 Team Go Rocket Rüpel besiegen und einen Bonbon durchs Spazierengehen verdienen. Ich bin hier bei 2,8 von 5. Das dauert noch. Mal gucken, ob wir einen Rocket für euch finden. So. Ich laufe gerade zum letzten Rüpel, zum letzten Rocket Rüpel. Ich glaube, langsam die Welt geht unter. Die Wolken ziehen sich zusammen. Das ist ein richtig komischer Himmel. Er sieht richtig dunkel, grau, brutal, heftig aus, aber irgendwie auch schön. Es ist ein kühler Wind. Es tröpfelt. Eigentlich hätte ich hier unten zur Bushaltestelle gemusst. Da war nämlich gerade noch ein Rocket Stop, aber die halten ja immer nur so 20, 25 Minuten oder so. Deshalb muss ich jetzt nicht mehr zur Bushaltestelle, sondern hier rüber. Das passt perfekt. Hier vorne ist nämlich dieser Tisch mit einer Bank davor, wo ich mit dem Hannes immer gesessen habe, wo wir Bier-Tastings gemacht haben, wo wir Challenges machen, wo ich dann auch irgendwann mein Pepsi-Milk-Chilk-Pilk-Video aufnehme. Und hier kann ich jetzt auf den Rüpel drücken, kann mich einfach hier hinsetzen. Ah, dieser muskulöse Körper dient nicht nur der Show, das ist richtig schön. Das heißt, das ist ein Kampfrüpel. Ich setze mich jetzt mal hier hin, da haben wir eine schöne Kulisse hinten. Die Welt geht unter, das sieht richtig stark aus. Also, ein Kampfrüpel. Das heißt, wir nehmen Psycho. Wenn wir mal hier reingehen und gucken, was ist denn hier Psycho? Das hat was, das hat was, das hat was. Wir nehmen erstmal das, aber das als zweites. Psycho-Stoß. Ach komm, Bruder, wir hauen das jetzt einfach weg mit. Nein, das Traumado wollte ich nicht. Hä? Jetzt habe ich es wieder vermisst. So, jetzt, pass auf. Das ist das erste. 1, 2, 3. 3 Mewtwo wollte ich doch jetzt einfach nehmen für den Kampfrüpel mit Psycho-Attacken vom Psycho-Mewtwo. Und wir werden direkt einfach mal wechseln von einem normalen Mewtwo in ein Krypto-Mewtwo. Da kann der Gegner 3 Sekunden nichts machen. Und guck mal, wie viel Schaden das macht. Das sieht richtig gut aus. Jetzt ist der Psychostoß auch schon voll. Jetzt könnte man einmal den Psychostoß machen, dass man den auch mal gesehen hat. Theoretisch würde wahrscheinlich sogar ein Eisstrahl reichen, einfach um das wegzufetzen. Und das ist dann der dritte Rüpel. Es regnet. Der Ramses wird nass. Guck mal, was als nächstes voll wird. Capoeira am Start. Ja, Psychostoß wird wieder voll. Vor dem Eisstrahl, wir lassen den Eisstrahl jetzt also erstmal weg. Ich habe in letzter Zeit ein paar erlöst, als das Krypto Mewtwo in den Raids war. Habe da noch keine Attacken drauf gemacht, habe das einfach nur so reingebastelt. Müsste ich irgendwann auch nochmal alles komplett hochziehen. Auch noch ein paar andere von den Kryptos. Mein bestes Krypto ist, glaube ich, ein 96er. Das wäre es wert, auf jeden Fall auch hochgezogen zu werden. Haben jetzt hier den letzten Rübel besiegt, haben ein mysteriöses Teil mitgenommen. 6 von 6, wunderbar. Da bastelt sich gleich noch ein Rocket-Radar zusammen. Bin auch schon wieder total im Stress. Pupsi hat ihre Pizza nicht aufgegessen, die habe ich mir schnell reingeleiert, obwohl ich gar keinen Hunger hatte, damit sie nicht wegschmeißt. Muss gleich noch den Stream vorbereiten, sitze jetzt schnell hier, es regnet. Ich wollte aber, weil ich morgen schon wieder ein anderes Video machen muss, damit die Aufnahmen von der Kamera nicht durcheinander sind, wenigstens jetzt diese Aufnahmen mit dieser Forschung zu Ende bringen, damit ich das dann schneiden kann, hochladen kann, fertig machen kann für irgendeinen unbestimmten Tag. Irgendwann möchte ich auch die Relaxo-Forschung von dem Go Plus Plus abholen. Ich habe das Ding extra bestellt, damit ich diese Forschung mal machen kann, euch zeigen kann. Das liegt jetzt schon fast eine Woche bei mir zu Hause. Ich habe es noch nicht ausgepackt, ich habe es noch nicht ausprobiert, noch nicht getestet, gar nichts. Weil ich einfach nicht dazu komme und weil ich nicht diese Forschung anfangen will, wenn ich dann sowieso was anderes machen muss und die Aufgaben fertig werden, obwohl ich die gar nicht aktiv abarbeiten kann. So, jetzt haben wir noch eine Brutmaschine gekriegt und haben ein offizielles Go-Fest-T-Shirt erhalten. Das kann man sich ja auch so kaufen, ja.
mit Reiquarzer dran. Wollen wir das fürs Video mal anlegen? Ich blicke bei diesem Schrank ehrlich gesagt gar nicht durch. Das sage ich jedes Mal wieder. Wenn ich jetzt auf Oberteile gehe, da ist es perfekt. Diesmal hat der Schrank mich nicht geärgert. Das ist jetzt, glaube ich, schon angelegt. Wir gehen hier zurück. Da hat er das jetzt an. Jetzt kann er hier weiter rumzappeln. So, mit dem offiziellen GoFest 23 T-Shirt, während die Welt untergeht. Dieses Georock muss ich aber noch mal wechseln. Und zwar brauche ich meinen anderen Kumpel wieder. Warte mal, muss Schier drauf. Ah, ist das alles in der Hektik hier. Kaiser Kai, ich weiß nämlich immer noch nicht, wer mir das zweite C-Day-Ticket für Shiggy gegeben hat. Also brauche ich den Kaiser Kai wieder, muss den Kaiser Kai wieder reinmachen, denn das ist mein Buddy, bis das nächste Ticket von irgendjemandem kommt und dann ist derjenige mein Buddy. Das war's von meiner Seite aus, das war die komische Prime-Forschung. Dankeschön an Oliver für den Code zur Prime-Forschung. Der Oliver ist der hier, den können wir euch auch mal zeigen. Das ist der Oliver, Level 49, Team Gelb, mit einem Tauros, mit einem Shiny Tauros, mit einer Wunderkerze. Und der hat natürlich auch das GoFace-T-Shirt. Jetzt mache ich die Aufnahme hier aus. Jetzt stecke ich das hier ein. Oh, jetzt können wir im Regen nach Hause laufen mit der GoPro. Ich habe gerade auch schon gesehen, das ist ja die GoPro 9. GoPro 11, zwei Generationen weiter, ist gerade im Angebot für 399 Euro. Ich glaube, das würde sich irgendwann mal lohnen, umzusteigen. Von der 9 auf die 11, obwohl die ist ja auch wasserdicht und das Mikro ist, glaube ich, auch nicht besser. Aber solange die hier geht, werde ich die weiter durch Sturm und Drang ziehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.